Dateien wurden im Auftrag des Administrators als streng geheim eingestuft. Allgemeiner Hinweis 001-Alpha. Um zu verhindern, dass das Wissen über SCP-001 durchsickert, wurden neben der eigentlichen Dateien mehrere bzw. keine gefälschten SCP-001-Dateien erstellt. Alle Dateien, die die Natur von SCP-001 betreffen, einschließlich der die Fabrikationen, sind durch einen mimetischen Kampfstoff geschützt, der dazu bestimmt ist, bei nicht autorisiertem Personal, welches versucht, auf die Dateien zuzugreifen, einen sofortigen Herzstillstand auszulösen. Die Aufdeckung der wahren Natur und von SCP-001 gegenüber der Öffentlichkeit stellt wie gefordert einen Exekutionsgrund dar. Jeder nicht autorisierte Mitarbeiter, der auf diese Datei zugreift, wird sofort durch den mimetischen Barryman Lang von Kampfstoff terminiert. Das Weiterhören ohne eine richtige mimetische Inokulation resultiert in einem sofortigen Herzstillstand, gefolgt vom Tod. Sie sind gewarnt worden. Mimetischer Kampfstoff aktiviert. Anhaltende Lebenszeichen werden bestätigt. Entferne Sicherheitssperre. Willkommen, autorisiertes Personal. Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Datei. Artikelnummer SCP-001 Objektklasse Keter Sonderverwahrungsverfahren. Es wurde bis jetzt keine Möglichkeit gefunden, SCP-001 zu verwahren oder einzudämmen, welche nicht das Risiko eines möglichen ZK-Klasse Realitätsversagensereignisses in sich trägt und damit die Zerstörung des sichtbaren Universums zur Folge haben könnte. Siehe Eindämmungsprotokoll ZK-001-Alpha. Die derzeitigen Verfahren beschränken sich auf eine vollständige Eindämmung aller Informationen über SCP-001. Mit Ausnahme des Leiters des O5-Gremiums, derzeit O5, dürfen keine Beschreibungen der Eigenschaften oder über SCP-001 selbst an Mitarbeiter weitergegeben werden. Alle im Zusammenhang mit SCP-001 gesammelten Daten werden in verschlüsselter Form mittels redigiert gespeichert, wobei der Entschlüsselungsschlüssel in Drittel aufgeteilt wird. Jeder O5 muss je eins und nur eins dieser Drittel auswendig lernen. Die Entschlüsselung der Daten erfolgt nur auf einem netzwerkisolierten Terminal, welches nur vom leitenden Mitglied des O5-Gremiums benutzt werden darf und dann nur nach einstimmiger Zustimmung des O5-Gremiums. Der Verlust von Daten über SCP-001 durch Spionage, telepathische Diffusion, unabhängige Forschung oder redigiert muss mit allen der Foundation zur Verfügung stehenden Mitteln verhindert werden. Das leitende Mitglied der O5 stellt als einzige Person mit autorisiertem Wissen über SCP-001 die entscheidende letzte Autorität in Eindämmungsfragen dar. Foundation-Personal des Level 2 oder höher, welches im Rahmen seiner normalen Aufgaben Informationen über SCP-001 entdeckt, kann anstelle einer Terminierung nach einer Nachbesprechung mit einem A-Klasse-Anästhetikum versorgt werden. Dies unterliegt von Fall zu Fall der Zustimmung der O5. Beschreibung. Daten gelöscht. Anhang. Eindämmungsprotokoll 001-Alpha. Datum. 12. Januar 1900. Vorfall. Dokumente erscheinen auf den Servern der Internetseite redigiert, die im Anschluss beschlagnahmt wurden. Die Autoren konnten nach redigiert zurückverfolgt werden. Die darauf folgende Explosion wird durch ein Gasleck erklärt. Die Überwachung hat keine weitere Verbreitung von Dokumenten belegt. Datum. 31. März 1900. Vorfall. Ein Drehbuch mit möglicherweise kompromittierenden Informationen, das von Pictures zur Produktion freigegeben wurde. Die Agenten von redigiert dem ursprünglichen Drehbuchautoren ersetzten das Drehbuch erfolgreich durch eine neue Version ohne redigiert. Der Film wird unter dem Titel produziert und generiert am Eröffnungswochenende 27 Millionen US-Dollar an Einnahmen. Datum 19. Juni 1900 Vorfall. Ein Roman, in welchem die Beschreibung von vorkommt, wird vom Bestseller-Autor bei redigiert eingereicht. Der Versuch, den Autor zu neutralisieren, war erfolglos, was zu einem Krankenhausaufenthalt mit großer medialer Aufmerksamkeit führte.
O5s genehmigen die Verwendung von A-Klasse-Anästhetika, um weitere Aufmerksamkeit für diesen Vorfall zu vermeiden. Romanentwurf wurde in Besitz genommen und zerstört. Datum O5 2000 Vorfall von der Daten gelöscht. Frag dich selbst, ob du es wirklich wissen willst. Wenn die Antwort nein ist, dann hör jetzt auf, weiterzulesen. Wenn du diese irreguläre Datei deinem Vorgesetzten meldest, Reue vorheuchelst und schwörst, nur bis zu diesem Abschnitt gelesen zu haben, dann kommst du vielleicht mit einem A-Klasse-Anästhetikum davon, wenn du Glück hast. Und falls die O5s nicht gerade auf einem ihrer paranoiden Trips sind. Du willst also wissen, was SCP-001 ist. Nun, die erste Antwort wäre wohl, dass es ursprünglich ein Platzhalter war. Eine theoretische Bezeichnung für die Hauptursache. Der ultimative Grund für all den paranormalen Mist, mit dem wir täglich zu tun haben. SCP-001 ist der Grund, warum wir es mit omniziden Reptilien zu tun haben, mit immer größer werdenden Räumen, extradimensionalen Teichen mit roter Plörre und Konsumgütern, die nicht den normalen Gesetzen der Physik gehorchen. Da all diese Dinge, so gefährlich und tödlich und einfach nur verrückt, wie sie alle sind, von Natur aus kein Muster aufwiesen und in sich selbst widersprüchlich sind, sind die meisten Forscher natürlich davon überzeugt, dass es keine vereinheitlichende Theorie für sie alle gibt, geschweige denn eine gemeinsame Quelle. Da liegen sie falsch. Es gibt mehr als nur einen Grund, warum Querversuche nicht empfohlen werden und die O5s missbilligen sogar übermäßige Querreferenzierung von SCPs. Die O5s wollen nicht, dass sich eine Gruppe mehr als eine Handvoll dieser Dinge auf einmal anschaut, wegen dem, was sie entdeckt haben, als die Foundation versucht hatte, eine große, vereinheitlichte Theorie aller SCPs zu entwickeln. Diese Forschungsergebnisse sind jetzt weitgehend verschwunden. Standort 001-Alpha wurde demontiert und aus dem Archiv getilgt. Die Erinnerungen des Personals gelöscht und sie wurden anderen Projekten zugewiesen. Es gibt niemanden mehr außer mich und das liegt auch nur daran, dass ich den Foundation-Server nicht vertraue und mein eigenes, verstecktes, persönliches Archiv betreibe, das die O5s in ihrer Panik übersehen haben. Ich war Datenanalyst am Standort 001-Alpha. Hinweis für die O5s. Ihr braucht gar nicht zu versuchen, nach mir zu suchen. Ich habe den Job beendet, den ihr begonnen habt. Die Identitäten aller ehemaligen Mitarbeiter von Standort 001-Alpha wurden vollständig aus den Aufzeichnungen gelöscht. Ihr wisst jetzt genauso viel wie alle anderen. Also, ich war Datenanalyst und ich habe am ersten und einzigen Versuch teilgenommen, alle Foundation-Daten über alle SCPs zu konsolidieren. Ich war für die Datenintegrität verantwortlich und wenn du dir denkst, dass das ein riesiges Durcheinander war, naja, es war noch wesentlich schlimmer. Dabei geht's gar nicht so um die mimetischen SCPs oder die, die ihre eigene Beschreibung ändern oder die, die nur im Infospace zu leben scheinen und ab und zu in die Datenbank schlüpfen, um Chaos anzurichten. Das ist all Standardzeug für jeden, der mit dem Netzwerk der Foundation arbeitet, nur größer skaliert. Schlimmer waren die völlig unerklärlichen, unerwarteten Änderungen der Dateien. Nee, tut mir leid, das ist falsch formuliert. Auch wenn ich nicht anders kann, als es so zu sehen. Es ist keine Änderung der Dateien, wenn sich die Realität selbst ändert. Ich weiß nicht viel über die Interna der von uns verwendeten Software, aber ich weiß, dass ein Teil davon außerhalb dessen lag, was wir als reale Welt bezeichnen. Und anfangs dachte jeder, dass die von ihr erzeugten Audit Trails eine Art von Fehler wären. Es zeigte sich jedoch, dass die Beschaffenheit der Software, ihre gezielte Isolierung von den narrativ wirkenden SCPs, es ihr erlaubten, etwas viel Wichtigeres aufzuzeichnen. Es ist für dich, die O5, oder sogar für die meisten SCPs, mit denen wir es zu tun haben, nicht sichtbar, aber die Foundation und damit das gesamte Universum befindet sich in einem Zustand des ständigen Wandels der Realität. SCP-Dateien erscheinen und verschwinden mit alarmierender Regelmäßigkeit aus unserer Datenbank und die genannten SCPs, auf die sich die Dokumente beziehen, erscheinen und verschwinden mit ihnen. Nicht nur SCPs, sondern auch Mitarbeiter, ganze Standorte und ganze Jahrzehnte der Geschichte der Foundation werden scheinbar zufällig neu geschrieben. Und unsere eigenen Erinnerungen und alle externen Untersuchungen würden bestätigen, dass die objektive Realität mit der aktuellen Version in unserer Datenbank übereinstimmt. Einer der Forscher formulierte es mir gegenüber so,
dass wir es mit den Auswirkungen von so etwas wie SCP-140 zu tun hätten. Nur auf einem viel, viel größeren Maßstab. Ja, so etwas wie SCP-140 und ein unendlich viel größerer Maßstab. Ich weiß nicht, wer die Analyse gemacht hat, und wenn ich es gewesen bin, würde ich es nicht zugeben. Sie ist sowieso wahrscheinlich viel glücklicher, wenn sie nichts von ihrer eigenen Entdeckung weiß. Aber sie hätte untersucht, was verschwindet und was erscheint, was sich subtil in den Aufzeichnungen ändert, und sie fand ein Muster. Den Abstieg in die Dunkelheit. Zur narrativen Kohärenz. Zu einer Handlung. Jeder, der längere Zeit in der Foundation arbeitet, weiß, dass das Universum, in dem wir leben, ein ernsthaft abgefuckter Ort ist. Diejenigen von uns, die noch an Gott glauben, neigen zu ernsthafter Ambivalenz in Bezug auf seine Kreation. Aber wir haben herausgefunden, dass es einen Gott gibt. Und dieser Gott ist SCP-001. Und das ist ein Haufen Horrorautoren. Anhang: Notfalleindämmungsprotokoll ZK-001-Alpha. O5-Freigabe erforderlich. Hinweis: Das Eindämmungsprotokoll ZK-001-Alpha birgt ein Risiko ungleich Null, ein ZK-Klasse-Realitätsversagensereignis zu erzeugen. Die Anwendung sollte nur genehmigt werden, um ein drohendes Weltuntergangsszenario oder die Zerstörung der Foundation zu verhindern. Die Forschung am Standort 001-Gamma hat eine narrative Analyse der Veränderungen von SCP-001 im beobachtbaren Universum durchgeführt. Die Schlussfolgerungen sind, dass SCP-001 aus mehreren Entitäten besteht, die kognitive Muster zeigen, welche von denen von Menschen nicht unterscheidbar sind, und dass diese Entitäten deshalb anfällig für mimetische Effekte sind. Da frühere Experimente bereits ein Informationsfeedback über das SCP-Data Warehouse belegt haben, wurde eine mögliche Angriffs- und/oder Kontrollmethode entwickelt. Protokoll ZK-001-Alpha bewirkt, wenn es initiiert wird, eine softwarevirale Inklusion einer Vielzahl von mimetischen Kampfstoffen in die SCP-Datenbank, welche durch das beobachtete Informationsfeedback dazu führt, dass SCP-001 der mimetischen Wirkungen dieser Kampfstoffe ausgesetzt wird. Protokoll ZK-001-Alpha besteht aus drei Stufen. Erstens: einem mimetischen Kampfstoff, welcher ein Gefühl der Ruhe und/oder des Wohlbefindens herbeiführt. Zweitens: ein mimetischer Kampfstoff, welcher Schlaf, Bewusstlosigkeit oder Katatonie herbeiführt. Drittens: ein mimetischer Kampfstoff, welcher den Tod herbeiführt. Angesichts des Charakters von SCP-001 und unserer begrenzten Interaktionsmöglichkeiten mit ihm ist es derzeit nicht möglich, Protokoll ZK-001-Alpha sicher zu testen, und es ist unbekannt, ob das Universum ohne Interaktion mit SCP-001 weiter existieren kann.